Okay, dann machen wir direkt mal weiter mit Pokémon Weiß. Nachdem wir nun unser Lil Minip aka Trishy gefangen haben, können wir weitermachen. Ja, der Anfang klang etwas gelangweilt, jetzt nein, so ist es nicht. Aber ich gebe Trishy noch kurz die Wundersaat, damit es ein bisschen stärker ist. Und ja. Oder Großwurzel wegen Megasauger? Nee, ich glaube. Ich glaube, Wundersaat ist besser. Okay, wir mussten ja hier den linken Weg nehmen, hat der Arti gesagt, weil wir so artig sind. Gehen wir, machen wir es auch. Bald leckt das ein bisschen. Da unten drin, okay. Das ist ein Moosfelsen, den kennt man vielleicht aus Diamant, Perl, Platin. Da kann man Evoli zu Fuliporba entwickeln, leider kriegt man hier kein Evoli in das Spiel. Also muss man sich das ertauschen irgendwie. Oder halt über die Traumwelt kriegen, aber die ist ja wohl irgendwie erst Ende März aktiv. Ach, wie das genau ist, weiß ich nicht. Ich wollte unbedingt in die Traumwelt auf dem DS, aber das geht nicht. Weil der Global Link noch nicht freigeschaltet ist. Schade, schade. Na okay, gucken wir mal, was Tischi so ausrichten kann. Wir machen einmal Schlafpuder. Wenn wir jetzt nicht gekillt werden. Was fast passiert ist. Fast. Jetzt muss ich hoffen, dass es ein bisschen länger schläft, weil jetzt mache ich noch einen Egelsamen hinterher. Ich liebe so eine Strategie. Schläfern, Egelsamen und dann drauf batzen. Oder erstmal boosten meinetwegen, das geht auch. Problem ist nur, wenn das Vieh jetzt direkt aufwacht, dann ist eliminiert Geschichte. Also heile ich lieber mal. So ein kleines bisschen. Ja, jetzt habe ich ein neues Pokémon im Team, jetzt dauern die Kämpfe wieder ein bisschen länger. Aber okay. Aber wie viele Pokémon hatte die? Hatte die nur Terrybug? Jetzt ist auch geachtet, ja, nur Terrybug, okay. Dann lohnt sich Boosten nicht wirklich. Ah, abgewehrt. Puh. Ich wollte schon sagen. Und jetzt triffst, ey. Ja, so richtig schön die ganze Zeit Leben absaugen. Das hat auch Stil. Ja, jetzt kriege ich da ein paar KP drauf und ja. Vielleicht wäre aber Tauschtraining erstmal besser für Tushy. Obwohl das doch recht viel EP waren. Muss man sagen. Ich muss überlegen, wann ich das entwickle, weil Tushy entwickelt sich mit einem Sonnenstein. Von daher muss ich mal schauen. Ich glaube, ich werde es entwickeln, wenn es Energieball lernt. Irgendwie so, glaube ich, war das in meinen Planungen. Naja, gucke ich mal nach. Also gucke ich dann, wenn halt so, ne, Dings. Wenn es soweit ist. Nein, gegen Lilminip kämpfen lassen ist nicht so gut. Ich flieh mal. Ich bräuchte so einen EP-Teiler. Ich glaube, den krieg ersten Krieg und ersten Start aus City. Also in der nächsten Stadt. Jetzt kriegen wir ganzen wilden Lilminips raus, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ich habe doch schon eins, ein ganz tolles. Okay, wenn ihr Melzi seid, habt ihr bessere Chancen, aber nein, ich will kein neues fangen. Ich will auch nicht gegen Dusselgors kämpfen. Oh Gott, hoffentlich ist es viel schneller. Doch, ist es scheiße. Mann. Ich will nur fliehen. Danke. Und gegen den Teenager kämpfen, das möchte ich. Wobei, ich glaube, da werde ich Tauschtraining machen, außer der Typ hat gerade zufälligerweise ein Garnubel vorne. Dann kann ich Tisch vorne lassen. Nein, gegen Käfer gibt's auf keinen Fall. Da auf keinen Fall vorne lassen. Ich glaube, Toxic Bett haben wir noch nicht gesehen in der LP, ne? Das ist ja, wie gesagt, Käfergift halt. Ja. Oh ne, verfolgen kann das hier auch noch. Scheiße. Das war eng. Glück gehabt, ey. Als wenn der geahnt hätte, dass ich austausche. Meine Güte. Oh, Käfergift hat gesagt, okay. Da kann ich eine Bodenattacke einsetzen. Und ich glaube nicht, dass der jetzt so intelligent ist und jetzt zu einem Flug-Pokémon wechselt. Nö, macht er nicht. Ich habe doch gerade eben irgendwas erzählt. Was habe ich noch mal erzählt? Ich habe schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Vergessen.
Okay, dann scheint der Käfer eine Bodenresistenz. Die habe ich vergessen. Ach, Giftdorn, hör mal auf. Hör mir doch auf, ganz ehrlich. Giftdorn ist doch doof. Praktibalk. Ich wechsle Trishy nochmal ein und wechsle dann wieder. Zu Pascal, denke ich mal. Ja, zu Pascal wechsle ich wieder. Ich möchte Trishy jetzt keinen Praktibalk zumuten. Vor allem, weil es geschwächt ist. Und Praktibalk keinen verfolgen kann, weiß ich. Das wäre ein bisschen komisch. So, ich glaube, ich werde erstmal die Vergiftung hier los, weil die doch mehr nerven könnte als das Vieh selbst. Habe ich Gegengift? Ja, 8 Stück, auch wunderbar. Mehr als genug. Ja, und deswegen war das auch eine gute Idee, weil der eben verfehlt. Weil der, ja, verfehlt oder halt, weil es uneffektiv ist. Hm, Angriffsboost. Nice. Und Fußkick ist auch nicht stark. Reicht das für den One-Hit jetzt? Reicht das? Nein, schade. Hätte sein können. War aber nicht. Ja, die Geduld kommt zu spät. Die kommt echt zu spät jetzt. Ja. Kampf geschafft und weiter geht's. Moment, ich halte Trishy kurz auf. Damit sie doch wieder kämpfen kann. Supertrank. Einmal dorthin investieren und einen Trank für Pascal. So, genau. Hey, zweimal Trishy im Team, weil das eine Vieh noch dabei ist. Oh, ich wollte eigentlich erst das Item haben, aber okay. Kämpfe ich halt eben erst gegen den Ranger. Habe ich auch kein Problem mit. Der wäre sowieso danach drauf gegangen dann. Vegimak. Pflanze gegen Pflanze? Scheiße. Das ist nicht fein. Vor allem, weil ich nur einen Pflanzenattacke habe. Also muss ich zu Jenny wechseln. Pascal hat also, hat er was gegen Pflanzenattacken. Durch seinen Bodentypen. Das Vieh müsste an sich jetzt Rankengift oder so einsetzen. Ja, richtig. Und einmal Bodycheck. Ich hoffe. Ach ja, ich hoffe, ich verfehle. Haha. Ne, ich hoffe, ich verfehle nicht. Ich hoffe, das killt. Einmal. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, das tut's immerhin. Okay, Ivanka ist besiegt. Und wir kriegen wieder eine Maronbeere. Von diesem Duenja kriegt man immer eine Beere. Das ist toll. Und von Pokémon-Züchtern auch, aber die gibt's, glaube ich, jetzt noch nicht. Die gibt's erst später. Ja, sonst hätte ich ja schon eingesehen. Ich könnte das Itemradar anschalten, weil in diesen Haufen sind manchmal ein paar Items drin. Okay, in dem Haufen jetzt gerade nicht, aber ja. Gut, kommt schon noch. Einfach fliehen und... Oh. Naja, gut, Rasierer dürfte immerhin nichts bringen. Nicht viel. Ist aber auch mehr als gedacht, aber es bringt nicht viel. Das war ein Trainer. Upsala. Ist ja scheißegal, ob der mich jetzt so erwischt oder ob der mich von der Seite erwischt. Ilaria mit Sodamak. Na, das ist doch was Schönes für Trishy. Das müsste sie doch locker hinbekommen. Megasauger. Ja, Backknarre. Vergiss es. Ich heile mich mehr auf, als du abgezogen hast. Garantiert. Und wie heile ich? Na, voll. Das ist mehr, ja. Sodamak besiegt und natürlich auch mal einen Trainerkampf gewonnen. Oder hat sie vorhin schon einen gewonnen? Weiß ich gar nicht. Schon vergessen. Ich vergesse alles in diesem Part. Oder allgemein. Synthese. Ah, Synthese ist auch nett. Aber was gebe ich dafür weg? Verdammt. Moment. Kann sein, dass jetzt... Moment, ich muss mal ganz kurz pausieren. Okay, ich musste kurz nachgucken, was ich als Moveset für Dressella geplant hatte. Synthese kommt nicht mit. Brauche ich nicht, ganz einfach. Die bisherigen Attacken sind schon gut genug. Ich hoffe, es hat sich wegen der Pause nicht der Sound verschoben. Weil es passiert häufig bei Camtasia bei mir. Camtasia mag mich einfach nicht.
Das Programm hat so eine leichte Abneigung gegen mich. Wobei, die ist nicht mehr leicht, die ist schon übelst brutal. Leider. Aber gut, da kann ich halt nichts gegen machen, ne? Ein Mini-Pilz, den können wir später verkaufen für ein bisschen Geld. Oh, und ein Team Plasma-Typ wieder. Das ist der vorletzte Kampf gegen Team Plasma im ewigen Wald, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Also in diesem Part kommen wir auf jeden Fall noch nach Stratos City, denke ich. Oder? Ach, ansonsten nicht den Part so lang, dass wir bis nach Stratos City kommen. So einfach ist das. So, Nagellotz. Ich mache einmal Wachstum. Ja, wenn er Geduld macht, dann booste ich mich doch erst recht hoch. Ganz einfach. Dann booste ich mich jetzt bis zum sonst was. Ach, der hat nur einen Nagellotz. Na super. So, im nächsten Zug greift er an. Das heißt, dann kann ich mit Megasauger mal angreifen. Genau, jetzt erzeugt er, aber... Ja, er wurde nicht getroffen, also können wir einfach jetzt draufballern. Ungehindert. Auch sogar mit Crit besiegt. Na dann. Wenn wir es schon übertreiben, dann wenigstens richtig. Obwohl, dann hätte ich 6-mal boosten müssen. Naja, egal. Ah, ne, es geht doch noch ein bisschen weiter. Okay, habe ich etwas vertan. Aber gleich müsste man sich da sein. An sich. Ach ja, noch so ein Typ. Ich guck mal, ich glaube im Süden war nichts, wo ich jetzt drankommen könnte. Ich warte, boah, ich surfe. Glaube ich. Ich bin gerade nicht mal sicher. Ich hätte doch erst gestern Viridium gefangen auf dem DS. Was soll das denn? Ich vergesse alles. Ist unglaublich, ganz ehrlich. Ich bin zu doof. Ja, genau wegen einer Erscheinung habe ich ausgewechselt, weil Tushi keine Chance gehabt hätte. Aber wir können ja schließlich schaufeln, dann passt das. Ich hasse Schaufler. Ich hasse zwei Rundenattacken. Ganz ehrlich, ich hasse sie. Sie sind nutzlos. Nervig und nutzlos. Man kann einfach sowas resettieren, wenn man in der Zeit auswechseln. Wenn du mit den passenden Attacken getroffen, von den passenden Attacken getroffen wirst, dann bist du auch gleichzeitig K.O. Ich glaube, da unten war nichts mehr. Ja, da liegt ein Item, da komme ich so aber nicht ran. Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube, da war nichts, wo ich jetzt rankommen könnte. Oh, warum kann ich wieder nicht fliehen? Ja, zum Glück hat das wenig Käferbiss gemacht. Das wäre schlimmer gewesen. Ja, das Item komme ich nicht ran. Ja, doch, an das Item komme ich ran. Okay, aber das war's auch. Es dürfte doch nichts Besonderes sein. Garantiert ein Gegengift oder Paraheiler oder Trank oder sowas. Ach, Tushi, du bist zu lahm. Du hast doch schon irgendwie Pluswesen. Warum bist du so lahm? Okay, Wesen, das geht einfach zu schnell. Das kann auch sein. Das wird sein. Es liegt nicht an Tushi, das liegt an den Gegnern. So. Aber das sind Momente, da hätte ich gerne Schutz. So irgendwie. Der könnte nicht schaden. Lass mich fliehen. Danke. Oh, TM Strauchler sogar gefunden. Wow. Strauchler. Wäre das jetzt besser als Megasauger? Ich würde fast ja sagen. Ich weiß nicht, was der Mindestschaden ist. Ich glaube, der Mindestschaden ist 60. Das wäre besser als Megasauger. Ja, ich bringe mal Strauchler bei. Gegen Megasauger. Vor allem hat Strauchler noch mehr AP. Und die KP kann ich mir auch durch Egelsamen wiederholen. So war das auch später gedacht. Im endgültigen Moveset. Und es laggt ein kleines bisschen. Und ich hoffe, der Sound ist nicht verschoben, wie gesagt. Okay. Und wieder rennen. Ah, das ist der letzte Typ, Plasma-Typ, okay. Den Dialog kann ich vorlesen. Wie jetzt? Meine Kameraden wurden von einer halben Portion wie dir besiegt? Wie dem auch sei, deine Reise endet hier.
Ich hoffe, der fängt mir das... Nagelotz, okay. Ja doch, da kann ich mit leben. Ich will erstmal einschläfern. Und dann Egelsamen drauf und dann boosten. Weil der hat drei Pokémon. Da muss ich, da kann ich ein bisschen boosten. Das lohnt sich dann. Denke ich mal. Und anscheinend sind beide gleich schnell. Oder er wollte Geduld einsetzen. Kann beides sein. Ach, Scanner, okay, aber ich wollte mich sowieso boosten jetzt. Das ist egal. Hast deinen Zug vergeudet. Schade, schade. Ich glaube, wir kommen in diesem Part echt nicht mehr nach Stratos City. Da gut, dann im nächsten Part halt. Kommen wir dann in die große Metropole. Ja, jetzt kann ich weiter boosten. Yay! Dann kann natürlich alle one-hitten. Egal, was kommt. Okay, gegen ein Toxipet vielleicht nicht. Wegen Vierfachresistenz gegen Pflanze, aber... Naja... Man merkt schon, ich booste gerne, ne? Ich habe Arena-Kampf schon unendlich lang geboostet. Wie das im nächsten Arena-Kampf sein wird, weiß ich nicht. Da kann an sich nur Danny kämpfen. Da muss ich mir was überlegen. Weil Trishy ist schwach gegen Käfer. Eine Käfer-Arena wäre es also sinnlos einzusetzen. Pascal hat keine Chance gegen die Käfer-Pflanzenviecher. Weil die das mal eben wegbatzen. Und ja, da bleibt an sich nur Danny übrig. So traurig es klingen mag. Also muss ich mir noch was überlegen. Ach, irgendwas fällt mir schon ein. Es wird schon klappen. Ich meine, so schwer ist die Arena an sich nicht. Wenn man jetzt nicht unbedingt, wie ich früher auf der japanischen Version privat gespielt hatte auf dem Emulator, mit, was war ich da? Mit Efuserp, Munna und Sodamak. Die waren alle drei schwach gegen die Arena, da hatte ich überhaupt keine Chance. Also die Leute, die einen Feuer- oder Wasserstarter genommen haben, die haben gute Chancen. Feuerstarter wegen Floink eben und Wasserstarter wegen Grillmack. Da haben die gute Chancen, wenn sie natürlich nur, wenn sie trainieren. Muss ja auch nicht sein. Das habe ich nicht vorgelesen, verdammt. Naja, ab jetzt lohnt sich vorzulesen, weil der Typ kommt. Der Ceruleus. Ceruleus, keine Ahnung. Alles in Ordnung? Oh, mein teurer Freund, der du unserem König ewige Treue geschworen hast. Weiser Ceruleus. Was ist das Problem mit dem Namen, ey? Ich bin untröstlich. Der Drakuschädel wurde uns einfach wieder gestohlen. Gräme dich nicht. Der Verlust des Drakuschädels ist absolut zu verschmerzen. Unsere Nachforschungen ergaben, dass er nichts mit dem legendären Pokémon zu tun hat, das wir suchen. Allerdings können wir keinerlei Risikofaktoren dulden. Ich werde dafür sorgen, dass du uns nie wieder in die Quere kommst. Arti, ja, was sagt man dazu? Ich bin gekommen, weil die Käfer-Pokémon aufgeregt waren. Doch dann treffe ich auf so ein Wichtigtour. Bist du hier, um deinen Kameraden zu helfen, die ich vorhin besiegt habe? Und Alo auch. Elena, Arti. All die anderen hatten nichts dabei. Und wer ist das hier, der Anführer? Ich bin einer der sieben Weisen von Team Plasma. Gezis gehört ebenfalls zu unserer Vereinigung und setzt sich redegewandt für die Befreiung der Pokémon ein. Der Rest der sieben Weisen gibt Team Plasma den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment schlecht. Arti mit seinen Käfer-Pokémon und Alur mit ihren Pokémon vom Typ Normal. Wie hat das ein weiser Mann vor langer Zeit noch gleich zu treffen formuliert? Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wir ziehen uns erstmal taktisch zurück. Aber seid gewarnt, um die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zwar Arenaleiter sein, dennoch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und weg sind sie. Gut zu Fuß sind sie ja. Was meinst du, Arti? Sollen wir sie verfolgen? Nein. Den gestohlenen Drakuschädel haben wir wieder. Das ist die Hauptsache. Treiben wir sie jetzt zu sehr in die Enge, könnten sie noch mehr Wind machen. Also alle, Aloe, ich mache mich auf den Weg zurück. Also dann, ich erwarte dich in der Pokémon-Arena von Stratos City.
Das wird ein Spaß. Ja, ich freue mich auch schon. Pff, nicht. Elena, das ist der Drakoschädel, den du da in den Händen hältst, richtig? Ja, das ist er. Vielen Dank, Elena. Dein Pokémon-Team ist bestimmt glücklich, so einen so lieben Trainer wie dich zu haben. Ach, ich freue mich. Danke sehr. Hier, ein kleines Dankeschön. Setz ihn gut ein. Ein Mondstein. Leider brauchen wir den kein bisschen. Das ist ein Mondstein. Es gibt Pokémon, die sich mit Hilfe dieses Steines entwickeln. Also, ich bringe den Drakoschädel jetzt wieder an seinen Platz im Museum zurück. Mach's gut. Okay, somit haben wir nun den Drakoschädel wiederbekommen und ich werde hier den Part beenden. Und im nächsten Part kommen wir dann hoffentlich nach Stratos City. Ja, bis dann.